Bandai Namco, The Sequel Limited, Unreal Engine, Cryware. Ist immer noch sehr, sehr laut. Aber egal, ich mach das gleich ein bisschen leiser. Ja, Systemdaten werden geladen, sehr gut. Daten werden uns werden geprüft, haben wir keine. Mit der Maus, geh mal bitte. Mal irgendwo anders hin. So, wir spielen Scarlet Nexus. Das ist mal ein Spiel, wo es nicht oben groß angezeigt wird. Ja, so, warte mal, ich muss jetzt mal kurz die Musik hier mal noch einen kleinen Ticken leiser machen, sonst ist sie. Bisschen sehr laut. Sprachlautstärke ist okay. Effektlautstärke machen wir ungefähr auf die Höhe der Sprachlautstärke. Dann sollte das ganz gut sein. So. Kamera finde ich bla bla bla. Das ist mir egal. Wir spielen es natürlich auf Japanisch. So, meine Stimmung speichern. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in ein neues Spiel rein. Okay, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas. Wähle eine Geschichte. Ich darf mir jetzt aussuchen, ob wir ihn oder ob wir sie spielen anscheinend. Und je nachdem haben wir halt anscheinend unterschiedliche Geschichten. Krass, okay. Ich gehe mal davon aus, dass die so Schnittpunkte haben werden, wo sie sich beide dann überschneiden, aber... Ja, komm. Kazan Randall von der AAS angeworben, weil sie ein Elite-Kandidatin ist. Die Beste der Klasse ist kühl, rational und anderen gegenüber gleichgültig eingestellt. Und die einzige Person, der sie offen begegnet, ist ihre Adoptivschwester. Sie ist ihr gegenüber äußerst loyal und würde alles für ihre Schwester tun. Sie führt den Fernkampf mit einer Kombination aus Fernkampfangriffen, mit ihren Klingen und Psychokinese-Fähigkeiten. Okay, und er? Yuito Sumeragi. Er stammt aus der großen Familie Nachkommen des Gründerväter. Ein fröhlicher und optimistischer Junge, standhaften und freundlichen Herzen. Nachdem er als Kind von der AAS gerettet worden war, wollte er sich der AAS als Freiwilliger anschließen, um andere retten zu können. Und er führt seinen Nahkampf in einer Kombination aus schnellen Schwertangriffen und Psychokinese aus. Also er ist eher so der Melee und sie geht eher so in Richtung. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Nochmal die Lautstärke ein bisschen anpassen an mein Headset, sonst brüllt mir das Ganze ganz, ganz dolle Hardcore zu Ohren. Er ist halt eher so Melee und Psychokinese und sie ist Range und Psychokinese. そして世界を救ってくれ。 Wenn es zwischendurch mal ein bisschen rauscht, ist das mein Lüfter. Es ist leider heute relativ warm hier in meiner Wohnung. これより脳と脳を仮想ケーブルでつなぐ。訓練とは比べ物にならない痛みだが、耐えろ。システムオールグリーン。
よし、貴様はいけそうだな。この適正試験で貴様の配属招待が決まる。しっかりやれ。了解。カサネランドール、本人と確認。これより怪異討伐軍入隊適正試験を開始する。オッケー。怪異を全て討伐せよ。 Bewege dich mit LS, Kamera steuern mit Kamera zurücksetzen. Ja. So, können wir laufen, Kamera bewegen, Kamera zurücksetzen. Ah ja, hiermit springt man. Ah ja, okay. Die Pfeile zeigen an, wo ich hin muss, okay. Okay. Zeigen die Pfeile wieder runter. Wenn ich hier oben bin, zeigen die Pfeile wieder runter. Man hat einen Sprung, man hat keinen Double Jump. Okay, gut zu wissen. Hallo, du bist böse, würde ich mal vermuten. Der RT gedrückt. Ah ja, okay. RT ist der Psychokinese-Angriff. Erfassen mit RS ein Ziel und eine ein Gegner, sobald du ihn siehst. Okay. Okay. Psychokinese macht sie dann automatisch. So, weiter. Ah, weiter. Okay. Kasane kämpft mit ihrer Kraft Psychokinese um die Objekte. Ihre Ausrüstung auszugreifen. Sie kann gut in der Luft kämpfen sowie Flächenangriffe ausführen, wenn sie umzingelt ist. Waffenangriffe mit X-Lan füge ich auf. Aus Waffen und Psychokinese angriffen. Option geänderte Steuerung. Oh, hoppala. Ja. Entwürzen ein B zum Ziel wechseln. Ah ja, okay. Ah ja, Luftangriffe. Lebst du immer noch? Ah, okay. Na. Jetzt hat sie getroffen. Nicht lang, das heißt, wir müssen hier unten rum.
Gut. Es kommt bestimmt ein größerer Gegner, oder? Mit Y kannst du Rückschrittangriff aktivieren, aber man kann eine Rückkürzung angreifen, Distanz erhöhen, wiederhergestellt, okay. Waffenangriff aus, wenn du einen Psychokinese-Angriff lädst. Okay. Ah ja, okay. Ah, okay, ich verstehe. Gut. Wenn du bei Treffer mit einem Psychokinese angriff, was heißt, wird dein mächtiger Psychofolgeangriff. Okay. Ah ja. Okay. Brauche erstmal ein paar Punkte. Ja, okay. Zack. Und da hat er auch einen auf den Sack gekriegt. Dass er lernt, von Schnellfolgeangriffen, Psychokinese-Folgeangriffen und Gehirnangriffen hintereinander auszuführen. Ah, okay, alles klar. Man kann das dann stacken. Ach du Kacke. Noch erstmal ein bisschen. Ja, so. Okay. Aber wieder was ich anziehen können hätte anziehen können. Jetzt wird schon Bibliothek. Okay. Ja, das ist ja wie in jedem anderen Spiel auch. Eignungstest ist abgeschlossen. Yosh, korede kunden katei wa subete shuryou shita. Asu kara wa kisama mo kaibatsugun no seishiki tainin to naru. Sono mae ni kunden sei ni wa 24 jikan no jiyū koudou ga ataerareru. Okay. Ist jetzt ein bisschen Freigang oder kommt jetzt Story? Zu B während du erinnerst, um zu spenden. Oha. Rio sieht so. Was? Jetzt gar nicht hingeguckt, verdammt. Kasane-chan, otsukare-sama. Shiken, dou datta? Watashi wa itsumo dori yo. Ah, okay. Naomi-one-chan wa? Ist nicht komplett durchanimiert. Ey, es gehört Naomi Randall. Kasane-chan ni chuui sareteita koto ni kii o tsuketa ra, jissen yo no sasu ni mo taerareta no. Arigatou. One-chan no senzai nouryoku wa sugoi no yo. Mutter,
今朝またあの夢を見たって言ってたから。レッドストリングスの夢？うん、子供の頃からずっと見てるよね。そうね。レッドストリングスから手を離さないで。ん？分かる？あ、そうか。カサネちゃんの超能力と関係があるのかな。海抜群で私の超能力を解析した情報を見た限りではあまり関係はないみたいだけれど、わからないことを悩んでいても仕方ないわ。それより私はお姉ちゃんのことが心配。同じ隊に配属されるかしら。こればっかりはわからないな。でも私もカサネちゃんと同じ隊だと嬉しい。カサネちゃんって誤解されやすいタイプだから、そばで見ていないと心配なんだもの。それはこっちのセリフだわ。お姉ちゃんはドジだから私が守らないと。ひどいよカサネちゃん。あ、そうだ、この後スメラギ寮に行くんじゃなかった？あ、そうそう、今バッキーちゃんのコラボやってるんだ。おみくじ引くとアクキーもらえるの、楽しみだな。お姉ちゃんって本当にバッキーちゃんが好きなのね。だって可愛いじゃない。ほら早く行こう。OK。Handlungsverlauf. Erhältst du Nachrichten von diversen Charakteren? Du kannst im Hauptmenü der Bibliothek ansehen. Mit B Plus kannst du Hirnnachrichtenbildschirm. Oh Gott. Es gibt Nachrichten, die du beantworten kannst, wenn du mit A antwortest. Jetzt sind andere Nachrichten können zu, nur zeitlich begrenzt beantwortet werden. Oh Gott. Minikarte wird oben rechts angezeigt. Jawohl's. Öffnet die Umgebungskarte. Teil sagt, Position, wenn die Karte ist, ist jetzt gezeigt. Umgebungskarte nach. Warte mal. Ja. Das ist das Normale. Da ist die Umgebungskarte, ja, alles klar. SAS Struggle Arms System. Schmerzen beim Verbinden. Unsere Gehirne mit dem virtuellen Körper war heftiger als ich erwartet hatte. Danke für deine Sorgen. Aber ich verspreche es, nur überanstrengend ich noch nicht. Okay. 他人に聞かれる心配もないし、周りが騒がしくてもよく聞こえるから便利よね。そうそう、たまに独り言までブレイントークで言っちゃうの。もし聞こえても笑わないでね。Okay, man kann theoretisch mit so dem oder anderen hier quatschen. Achso, da komme ich nicht lang, okay. Aber dann kann ich hier oben. Kurz aufhören zu rennen, so. Ja, hier kann man lang. Ich will mal gucken, ob es hier irgendwie so Secrets gibt, die man finden kann oder sonst irgendwas. Ich finde es schade, dass ich nicht über die Straße gehen kann, obwohl da eine Ampel ist. Gut, aber dafür ist ja dann die Dingens da, ne? Die Brücke. Ja! Aha! Monetas erhalten. Umweltdatenobjekte, beliebiges Objekt. Aha. Na, gucke mal. Da müsste ich jetzt rüber, um zur Quest zu kommen. Da will ich aber jetzt gerade nicht hin. So, das. Da ist noch ein Objekt. Leichtes Gelee. Das ist wahrscheinlich zum. Ich würde mal vermuten, zum Heilen. Wie es ja meistens ist in den Japano-RPGs und sowas, ist halt meistens irgendwie sowas ist, was einen heilt. Oh, machen wir hier nochmal ein bisschen für, sorgen wir ein bisschen für Unordnung hier. Wie weit geht das hier eigentlich? Ah, ich bin fast am Ende, okay.
Das Steuern während des Rennens ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ah, okay. Wie sagt das Spiel dann von sich aus, du kommst hier nicht durch. Ich finde es halt geil, dass hier überall einfach gesagt wird, nein, du kannst hier nicht rüberlaufen. Nimm die Treppe. Okay. Oh, und ich kann durch Leute durchlaufen. Alles klar. Hier ist der Weg. Oh, okay. Kann man tatsächlich sich ein bisschen noch umgucken? Also die Stadt gefällt mir. Nicht gut. Oh, voilà. Das Ende erreicht. Ich hier denn irgendwo rüber? Ah, das ist ein Fußgängerbereich. Alles klar. Das ist so eine Ladenstraße. Hier gibt es aber ganz bestimmt noch irgendwas abzugreifen hier hinten in der Ecke, oder? Ah, wusste ich's doch. Zack. Kraftfeld MK. Okay. Ah, ich muss weg. Kann hier wenigstens alles umlaufen? Ja, fast alles. So, hier ist noch eine Seitengasse. Fahrräder aus dem Weg. Aha. Gesundheitsschub, MK. Warte mal, es gab doch hier noch ein Charaktermenü, ne? Ah ja, okay. Das sind Gegner, Geschichte, Ausrüstung. Plugins. Kraftfeld MK, relativ billiges Plugin zur Gesundheitsverbesserung. Erhöht die Gesundheit des Anwenders minimal. Verteidigung minimal und mit einer unsichtbaren Barriere. Also entweder Rüstung, also 30 Verteidigung mehr oder 5 Verteidigung mehr oder halt alternativ 80 Leben mehr. Dann nehmen wir 80 Leben mehr. Oh, es gibt sogar dann unterschiedliche Waffen später. Und Kostüme gibt es auch. Gut. Schwarze Kampfkleidung. Shinobi. Anhänger. Objekte. Das Gelee. Hat man 6. Habe ich schon 6 Grundsätze, okay. 30% der maximalen TP. Ja, alles klar. Das ist halt das Heilmittel, wie erwartet. Kraftfeld MK, schon wie Kleidung. Sind halt schon MK, na, muss Clip zusammenpassen, geflochten. Okay. Okay. Da ist nix. Ich finde es interessant, dass hier alles immer so ein bisschen ausfadet, als wäre es nicht real. Das ist, als wenn das kein echt Mensch wäre. Okay, der nicht, aber der hier wahrscheinlich auch. Ja, der fadet so weg. Ist ein bisschen strange. Okay. Davon ist es. Ah, guck mal, da kann man auch. Das sehen meine Augen da hinten. Tipps: Du kannst das Spiel manuell speichern, indem du. Okay. Okay. 50 Monetas. Ah, okay. Okay. Ah, okay, man speichert über seine Hirnnachrichten anscheinend. Gespeichert. Das war auch die ich bekommen habe. Achso. Ich bin der Protokollant eures Platons. Protokollant hat eine heilige Mission. Wir brauchen Missionen drin. Wir schauen in die Augen, bla bla bla. Ich werde wie dein Schatten sein. Versuche nicht im Moment. Okay. Wie zu interagieren. Das wird's beide am besten. Und hier gibt's auch einen Laden. Entschuldigung. Kraft verbessern MK. Oh, es gibt sogar noch einen Damage plus MK da gerade zu kaufen, theoretisch. Ganz klar, ja. Das ist ja das Ding, was wir haben. Sieht man eigentlich, ob das besser ist oder nicht? Nee, ne?
Hoppala, nee. Ich mach mal kurz alles hier wieder mit den Jellies schon mal voll. Super. Wachen. Und dann mal auf in die Grabanlage.結構人がいるのね。この間までお彼岸だったからかな。ここは建国の父、ヤクモスメラギのお墓だし。お墓なのにバッキーちゃんとコラボしているの？国としてはヤクモスメラギを身近な存在にしたいんじゃないかな。まあみんな神様ヤクモ様助けてって神頼みしてるから 十分身近な気もするけど。ヤクモ、人類を救った英雄だったかしら。教科書で見たことがあるわ。マスク姿の。うん。断絶の春の時に顔に大怪我を負ったって教えられたっけ。評議会議長のご先祖様でもあるしね。そういえば私たちの同期にスメラギ家の人間がいるらしいよ。 そう、興味ないわ。それよりおみくじあったわよ。あ、私大吉だった。海抜軍生活もなんとかやっていけるかも。かさねちゃんは？大凶。じゃあそのおみくじちょうだい。あ、はい、かさねちゃんに 私の大吉あげるね。いいわよ、そんなの。単なる紙切れじゃない。私お姉ちゃんだもの。かさねちゃんを悪い運から守ってあげてね。お姉ちゃん、ありがとう。どういたしまして。でもこうしていると平和だね。怪異が襲ってくるなんて嘘みたい。 でも街から外に出ると怪異が徘徊している世界よ。かさねちゃん期待されてたよ。教官たちにすぐにセプテントリオンに近いランクまで上がるだろうって。ランクなんてどうでもいい。私はお姉ちゃんを守るだけ。もうさっきも言ったでしょ、私がお姉ちゃんなんだよ。私だってかさねちゃんを守るんだからね。 そうね。もうバカにしてるでしょ。お姉ちゃんどうかした？あ、うん、今通った二人組の右側の子ちょっとかっこいいなって。そう？二人とも海抜群の隊員みたいね。入隊したら話す機会もあるんじゃない？ そうかな。そうだといいな。ねえ、バッキーちゃんのアクキーももらったし、どこかでお茶していこうよ。ええ、どこかカフェにでも入りましょうか。 Schlüsselanhänger halten. So. Nie gedacht, dieser Tag hier kommen wir da. Das Training war echt hart. Ich dachte, ja, den Schutzbefehl können wir sehen. Ja, danke für alle. Okay. Jetzt bestimmt noch was zu holen, oder? Haha. Gut. Kraft verbessern im Kahn. Na, guck mal, da haben wir es doch schon gratis bekommen. Okay, hier oben komme ich nicht weiter. Aber das war ja der andere Hauptcharakter, der da gerade zu sehen war. Den man halt auch spielen kann. Hm.